Das ist da hinten, wo der rote Faden ist. Nein, das ist da, wo der grüne Punkt ist. Weil Sanji ist gerade im Fluchtversuch drin und ich komme nicht durch zu ihm, der ist wohl angesperrt. Gucken, ob ich von hier unten an ihm rankomme. Ach, die scheiß Blöden. Ach, Crocodile, geh mir nicht auf den Keks. Nee, also, ich bin ganz ehrlich, es ist... Mir wurde gerade auf der Map angezeigt, dass Sanji da hinten im Feld ist. Ja, da ist... Dann ist er doch da hinten bei dir, bei Mr. Two ist er. Der ist kurz vorm Sterben. Ich bin gerade da gewesen, ich habe ihm geholfen. Ich würde auch gleich gerne mal den Kizuna Rush benutzen, wenn ich ehrlich bin, hier ist eigentlich los. Haben wir voll, oder was? 3, 2, 1. Bei wem? Ich habe jetzt mit Ruffy gemacht. Okay, ja. Was wollte ich erzählen? Ja, genau. Also, dass das vorprogrammiert war, dass das keine vielen Freunde abkriegen wird, das war klar. Wir leben im Internetzeitalter. Also, dass Kase das verwundert, verwundert eher mich. Nee, das verwundert ihr nicht. Mich, aber mich stört das einfach. Sollten sie in der Szene so etabliert sein, dass das vorprogrammiert war? Ja, genau. Die hätten das wissen müssen und die hätten alles Erdenkliche dafür tun müssen, dass Dragon Ball Kai diese mega geile Synchro von Dragon Ball Z irgendwie hinkriegt. So, sonst einfach lassen. Was man aber halt auch nicht vergessen darf, ist, dann können wir ja jetzt hier offen drüber reden. Ist ja auch, wir sind ja auch irgendwo noch Privatmenschen hier als Let's Player. Uns ist natürlich auch allem bewusst, dass es eine Fanmade-Synchro von Dragon Ball Kai gibt, die Nachfrage nach der nachgemachten Synchro sowieso komplett stillen wird. Wir haben ja indirekt eine inoffizielle deutsche Synchro gehabt, da sich ja jemand die Mühe gemacht hat, die Synchro aus Dragon Ball Z rauszunehmen und wirklich in kleinster Arbeit, lippensynchron, ja, auf die Dragon Ball Kai Videos zu packen. Ja. Das Einzige, was uns halt immer gefehlt hat, war der Erzähler. Der hat halt keine Rolle gekriegt in Kai. Zumindest auf Deutsch. Das war die Konoha-Amtag-Crew. 存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。そんな。さて、さっきとは質問を変え。オネグリフ。それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから。 そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？ Traue niemals einen Piraten mit gegelten Haaren. Aber diese Emotion in ihren Augen. Ich werde sie retten. Also da hätten sie sich schon ein bisschen mehr Mühe machen können, das muss ich wirklich sagen. Ja, das sind halt nur die Zwischensequenzen. Ja gut, aber ne, wenn man 60 Euro dafür haben will, ne? Ja, aber wenn es dann wieder richtig animiert ist, wie gerade eben bei Ja, ey, die Cutscenes sehen schön aus, aber wie gesagt, bei 60 Euro hätte man auch sagen können. Ich muss auch sagen, dieses Pirate Warriors System gibt eigentlich noch mehr. Also ich dachte eigentlich so, dass es nur noch vorausgehen kann. Korn. Bei Pirate Warriors 1 hatte ja wirklich so eine Art Story-Mode, wo du auch wirklich levelbedingt Aufgaben hattest und nicht einfach, ja, da ist ein Gegner, mach den platt und irgendwann kommst du da hinten durch. Wie gesagt, da reden wir am Ende des RPs nochmal ganz genau drüber. Okay, geh du rechts, ich geh links. Wo rechts? Die Punkte ab. Alles klar. Naja, aber wie gesagt, zu dem Kase-Thema zurück. Sind wir mal ganz ehrlich, die Nachfrage war nicht da, auf einmal war das Synchro-Video da. Es war... Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es auch nicht gefallen. Es ist nicht nur Gewohnheit, sondern es liegt auch daran, dass einfach die alten Anime-Serien auf RTL 2, wir hatten die professionellsten Sprecher überhaupt. Alle Synchronsprecher, die damals zu den RTL 2-Zeiten, Anime-Zeiten angefangen haben oder dort aktiv waren, die hört ihr heutzutage fast überall im Mainstream. Weil die mittlerweile die Großverdiener sind. Das ist die aktuelle Generation. Und da kann man als Kase, was verglichenermaßen mit 20th Century Fox und dem anderen Kram ein sehr, sehr süßer kleiner Ableger ist, da kann man finanziell nicht mithalten. Vor allem nicht im Anime-Bereich, wo sowieso
die Kaufwilligkeit der Leute stark zu null tendieren. Mich wundert es überhaupt, dass diese Firmen noch sich so einigermaßen über Wasser halten können. Naja, bei den Preisen, die Kase ja hat, ist ja, sie müssen die Preise ja machen. Das ist ja eben das hier. Das ist ein ewiger Teufelskreis. Guck dir an, was KSM macht. Die Lizenzen sind so scheiße teuer. Das darfst du halt aber auch nicht vergessen, ne? Nee, KSM hat jetzt hier Digimon veröffentlicht und die haben halt wirklich... Die haben auf ihren DVDs, die haben alles schön mit deutschen Untertiteln, japanische Tonspur, deutsche Tonspur, was hat Kase? Haben die auch die Knoterechte gekriegt eigentlich für die DVDs? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe halt, doch, wenn sie sich da Mühe machen, dann sollte man schon Leb deinen Traum hören, ne? Musst du dir dann kaufen und dann immer, wenn das Intro läuft, stumm machen am Fernseher und dann über den CD-Player abmachen. Ein CD-Player gibt's ja auch nicht mehr. Wir sind alt, Sascha. Naja, aber das ist halt, KSM hat das bei Naruto schon geil gemacht und ich hoffe, die machen es dann bei Digimon mindestens Geist, genauso Mafia, geil. Wir sind hier. Und wie ist es bei Keiner One Piece bei Kase gewesen? Die haben eine DVD, da sind irgendwie 24 Folgen drauf, kostet 60 Euro die Box. Du hast alles auch noch irgendwie beschnitten, also beschnitten im Sinne von das Bild. Das ist alles noch schön gecuttet, so wie es sich gehört. Nee, nur das Bild ist hier irgendwie so ein bisschen beschissen vom Format her und ist dann halt auch noch nur deutsch. Kein Untertitel, keine Originaltonspur und dafür 60 Euro. Ja, die Originaltonspur kostet aber auch dementsprechend auch noch mehr. Wie gesagt, wir hatten das Lizenzthema schon mit den anderen. Ich weiß auch nicht, wie die Zahlen da sind. Das wird aber hauptsächlich immer mit dem Lizenzargument gegeben, ob man das jetzt glaubt oder nicht. So tief bin ich nicht in Materie drin. Ich glaub das nicht, Mann. Ich sag dir, da setze ich das Vertrauen auch in dich auch ein bisschen stärker. Also wenn du sagst, das ist fragwürdig, dann glaube ich dir das. Ich bin halt kein Fan von Kase. Wenn KSM das hinkriegt und da kann man jetzt, man muss aber sagen, das sagt er als Privatperson. Ne? Wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, wir sind neutral immer eingestellt. Das ist jetzt nur eine Aussage als Privatperson von Sascha als Let's Player jetzt für euch. Ja, immer genau. Selber eine Meinung machen und überlegen, warum ist das so und so, ne? Kase ist halt so überhaupt quasi das größte Anime-Studio hier in Europa und die kriegen es nicht hin, diese Synchro so hinzukriegen. Und das ist eine französische Firma. Das muss man auch sagen, gerade da es eine französische Firma ist, so wie ich das bei Wikipedia nachgelesen hatte, als wir im letzten Part darüber geredet haben. Da habe ich mal nachgeguckt, als ich es gerendert habe. Gerade als französische Firma, die sowieso sehr tief in der Synchronszene steckt, hätte man eigentlich gerade dann erwarten müssen, dass die wissen eigentlich, wie wichtig auch die Synchronisation in Good Old Germany ist. Denn es gibt nur ein Land, was Japan und Frankreich in Sachen Synchro übertrifft, und das sind wir Deutschen. Es gibt kein Land, was so viel synchronisiert wie wir Deutschen. Und meiner Meinung nach auch gibt es auch kein Land, was so viele Talente in der Synchronkultur hat, wie wir Deutschen. こいつがポーネグリフか。ニコロビン。世界最悪の軍事力。フルトンの割り。何?フルトンって言葉。一言も出てこなかった。そうか。 残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ボーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。しかし、最後にお前は公約を破った。あなたはそういう行動に出る。私に考えが。 Every day is Sunday. Ich glaube, die hat jetzt nicht mehr so Freude, dass immer wieder Sonntags ist. Naja, gut. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, wie gesagt, nirgendwo so große Talente wie wir haben. Ich erinnere nur an die deutsche Stimme von Robert De Niro. Er selber hat ja mal gesagt, er ist neidisch darauf, dass er nicht so eine awesome Stimme in seinen Augen hat. Ja, dann erinnere ich gerade an die ganzen Anime-Synchronsprecher. Da wird, glaube ich, jeder von euch da draußen einen Liebling haben in der Kultur. Und ja, kurz verstorbene Anne Elsholz, auch unvergleichlich. Pia Augustinski, die deutsche Stimme von Robin Williams. Das sind alles so
einzigartige Mensch mit einzigartigen Stimmen und einzigartiger schauspielerischer Kunst. Und ja, das ist traurig, dass in so einem Land dann, man will jetzt nicht auf die Sprecher rumhaten, die werden dementsprechend natürlich auch sich Mühe gegeben haben, aber sind wir mal ehrlich. Ja, wie du es schon sagtest, Chancen hatten die nie. Egal wie gut sie sind, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Chancen in welchem Sinne? Die hat Chancen angenommen zu werden. Als neue Synchro. Chancen da so hate? Nee, fand ich nicht. Die Chancen hatten sie nie. Deswegen sag ich ja, das sollte Kase eigentlich klar gewesen sein, dass das Projekt. Ach, du meinst, die neuen hatten ja die neuen Sprecher, die hatten keine Chance. Nee, aber das ist halt auch einfach, es wirkt einfach nicht richtig. Wahrscheinlich, weil wir alle. Ja, ist auch viel Gewohnheit, aber ich muss auch sagen, so von, wie gesagt, ich hab's gerade in einem langen Monolog, ich würde es nicht nochmal wiederholen. Ja. Es ist halt auch der Talent, was da jetzt auch wahrscheinlich vorhanden ist, aber nicht so stark wie die ganzen jungen Synchronsprecher, die jetzt heute so das dicke Money machen. Da liegt's halt auch dran. Die meisten davon sind schon sehr länger etabliert. Ich habe mir die Sprecher jetzt nicht angeguckt. Raus aus dem Kreis. Mach Crocodile jetzt Masche, Alter. Na, Moment, mach Kizuna. Ich hab meinen gerade verbraucht. Warte, nicht töten. Boah, jetzt aber. Hör weg. Nicht töten und er tötet ihn. Ach was. Das war ich nicht! Doch warst du, ich hab. Nein, das war. Entschuldigung, das war Zorro oder so. Ich war meterweit von dem entfernt. Nein. なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃ、お前海軍から強引組リーグを守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさと トンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダッチのここで逃げるわ。ボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。男の道をそれるとも、散らばもろとも、誠の空に。 少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る暗い暗い嵐の中で、一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして 指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。みんなー、ビビー、ほら来た。ビビー、船を戻そう。 ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。
私たちとビビとの関わりを証拠つけたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。Ich will nicht wissen, wie viele Kids sich damals dieses scheiß Kreuz auf dem Arm gemalt haben. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Wie diese Nemo-Welle, als alle ihren armen Clownfisch ins Wasser spülen mussten. Ins Klo. Schön. Ins Wasser. Der arme Fisch, der musste ins Wasser. Ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wieder ein tränenreicher Abschied. Aber ich glaube, wir haben Vivi nicht das letzte Mal gesehen, nicht wahr? Nicht so wirklich, ne? Nee, weil ich habe da nämlich auch noch was anderes im Kopf. Ich habe auch im Kopf, dass hier Mr. Bon Curry, Mr. Two hier, eigentlich, ne, nicht so der Nette ist, wie es jetzt den Anschein hat. Gut, dann würde ich aber mal sagen, ich bin mal gespannt, wenn ihr noch Themen habt, dann könnt ihr die gerne in die Videobeschreibung schreiben, genau. Dann schreibt ihr die gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt auch langsam ziemlich Banane. Also wir haben einiges geschafft. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was in die Kampfvorbereitung machen, damit wir für die nächsten Parts direkt vorbereitet sind. Und Sascha, bleiben dir noch ein paar letzte Worte, sonst würde ich diesen Part gerne abmoderieren. Klar, hey, kurz noch. Als du gefragt hast nach Thema, sollte das eigentlich nur von mir die Frage sein, was hat sich Kase dabei gedacht, das trotz der Reaktion auf den Trailer zu veröffentlichen. Das sollte jetzt eigentlich nicht in eine Wesensdiskussion des deutschen Synchronisierens ausbrechen. Na gut, aber so ist es nun mal. Ne? Es geht manchmal da und dahin. Das passiert uns irgendwie öfter, habe ich das Gefühl. Ja, deswegen, also schreibt irgendein Schlagwort in die Kommentare. Wir sind selber gespannt, worauf das hinauslaufen sollte. Es wird eh auf irgendwas mit Synchronisieren. Das Spielchen spielen wir jetzt mal. Ihr schreibt Schlagwörter in die Kommentare. Schreibt aber bitte dazu hier als Schlagwort für euch nicht einfach irgendein Wort in die Kommentare. Das wirkt ein bisschen verwirrend. Ihr schreibt Schlagwörter in die Kommentare. Der Sascha schreibt sich die raus, weil er so gut ist. Und dann werden wir diese Schlagwörter einfach mal benutzen und gucken, wohin uns eine Diskussion führen mag. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das läuft wieder irgendwie in Richtung Synchron. Ja, wir werden sehen. Ich würde aber mal sagen, wir bedanken uns nicht ganz synchron bei euch. Aber vielleicht probieren wir es noch einmal. Wir wünschen euch noch eine angenehme Zeit, einen angenehmen Abend, Tag, Mittag. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier zurück bei Pirate Warriors 3. Ja. Bis dann. Wishes und Sascha sind müde. Nee, raus, aber fast. Müde raus ist doch alles gleich im Bett. Also nicht zusammen. Zumindest heute nicht. Na, nicht. Tschüss. Nicht heute. Ciao.